Herzlich willkommen zu Marco Verzählen Nummer 5. Brown, brown. So, fangen wir direkt mal an. Erstmal muss ich mich entschuldigen für diesen Outfit, aber draußen sind 40 Grad und in dem Studio mit den ganzen Lampen sind hier gefühlte 50 Grad. Aber das ist kein Problem, dafür habe ich mein neues Artikel von Axel Schweiß. Damit schwitzt ihr nie wieder. Und von den Ape Crime, aber welch. Außerdem habe ich noch mein Ape Crime, damit erfrische ich mich jeden Tag. Ape Time. So Leute, aber es mir erstmal Spaß beiseite mit dem Produktplacement. Wie gesagt, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, ne? Immer schön kaufen. Ich werde auch nichts dafür bezahlt. Gar nicht. Ist komplett umsonst. Ich werde auf jeden Fall jetzt einen neuen Hashtag ins Leben gerufen. Hashtag FragTutu. Dort könnt ihr mir eure Fragen stellen, egal was, privat, Longboard, Smartphone-Reparaturen oder was auch immer. Ihr könnt mich auch beleidigen, wenn ihr wollt. Wenn ihr Lust dazu habt, könnt ihr gerne machen. Ich nehme das auch gerne dran. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit den ersten Fragen. Und los geht's. Digga, wann kommt Teil 5? Jetzt. Digga, wann kommt Teil 5 von Marco Verzählt? Jetzt. Die nächste Frage von Gut Andreas. Wann kommt Teil 5 Marco Verzählt? Hallo? Jetzt! Kevin Nguyen schreibt, ich habe mal eine Frage, was ist eigentlich mit der Verlosung? Benedikt schreibt genau dasselbe, wann kommt die Auflösung von dem letzten Gewinnspiel? Und Chuchu Bam schreibt auch, wann kommt die Verlosung? Wäre echt nice, wenn du antworten würdest. Und das tue ich jetzt. Also, die Verlosung von Longboards werden immer im nächsten Longboard Review bekannt gegeben. Dasselbe funktioniert auch bei den Produktreviews. Wenn ich was verlose, wird das dann im nächsten Review bekannt gegeben, den Gewinner. Ihr könnt so lange mitmachen, bis es veröffentlicht ist, das Video. Dann geht das nicht mehr. Das heißt, dann ist es vorbei. Meistens ist es ungefähr eine Woche Laufzeit, aber wie gesagt, ist immer unterschiedlich, wenn ich zum Beispiel keine Zeit habe, neues Review zu machen. So lange läuft das auch dann weiter. Gabriel Maser fragt, wie bekommst du das immer so schnell hin? Ich denke mal, das ist bezogen auf die Longboard-Videos. Und ja, das weiß ich selber nicht, aber dadurch, dass du nur einen kleinen Teil vom Video siehst, denkst du, dass ich das sofort hin kann. Nein, aber ich habe ein, zwei Stündchen geübt und irgendwann kommt das. Dann funktioniert das. Aber ich brauche meistens ungefähr einen Tag für einen Trick. Dann kann ich ihn so halbwegs gut und das kann man dann zeigen. Hasahühn schreiben, wenn man was gewinnt, wo oder wie fragst du, wo man wohnt? Ja, ich glaube, ich frage meine Wahrsagerin. Das ist, glaube ich, die beste Lösung. Ja, meine Wahrsagerin fragen. Genau wie bei Martin Schwende, da habe ich auch gefragt. Wo muss ich das hinwenden? Ich schreibe natürlich den Gewinner persönlich bei YouTube an, denn wenn jemand mich anschreibt über Facebook oder E-Mail-Adresse, kann das vielleicht gar nicht die richtige Person sein. Deswegen ist es ganz wichtig, dass mir unbedingt bei YouTube zurückgeantwortet wird, damit ich auch sicher gehen kann, dass ich auch den richtigen am Apparat habe. Verstanden? Anton Frackelpohl schreibt, kannst du mal ein Review vom Loaded Dervish Summer machen? Wäre nice. Ja, das würde ich auch sehr gerne machen. Das Problem ist, dass die Longboard-Firmen ja, mir nicht so gerne was zuschicken. Aber das werde ich noch versuchen. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Geht einfach bei Loaded und schreibt ihn so oft an, dass ihr mir endlich mal ein Longboard zuschickt, damit ich ein Review darüber machen kann. Denn Longboards zu kaufen sind ziemlich teuer. Deswegen nutze ich natürlich die Produkthilfe. Die Firmen schicken mir was zu und ich review das natürlich neutral für euch. Das ist die beste Möglichkeit, das zu machen. Deswegen tut mir den Gefallen, geht auf Loaded und spammt den alle voll zu, schreibt den per E-Mail. Schickt endlich mal den Tutu mal ein paar Longboards, damit er das reviewen kann. Vielleicht schaffen wir das so, dass die uns was schicken. Denn ich habe schon viele Firmen angeschrieben und die Hälfte davon antwortet einfach nicht. Komisch. Nächste Frage. Awesome Animation schreibt, benutzt du jetzt mehr das Vailani oder das New Hoku? Ja, unterschiedlich. Wie du siehst, habe ich extrem viele Longboards da hinten. Look at this. Und ja, unterschiedlich. Kommt drauf an, wie ich gerade drauf bin. Im Sommer fahre ich gerne den Vailani, weil er einfach cool aussieht, der so sommerlich wirkt. Und den New Hoku, ja, mache ich einfach extrem gerne Tricks damit. Und zum Sliden benutze ich dann wieder den Bueo. Es ist immer unterschiedlich, was ich fahre, aber ich persönlich bin ziemlich begeistert von dem New Hoku. Das war mein erstes Longboard und den werde ich auch weiterhin fahren. Dopaminius 2, Hashtag Frage. Ich will demnächst auch mit Longboard anfangen. Worauf muss ich bei einem Kauf eines Longboards beachten? Ja, das ist extrem schwierig zu beantworten. Du musst natürlich wissen, was du mit dem Longboard machen willst. Willst du Tricks damit machen, empfehle ich den New Hoku. Aber wenn du keine Tricks damit machen willst und Geld sparen willst, empfehle ich dir dann den Makaha. Er ist etwas günstiger, aber perfekt für Anfänger geeignet. Aber ich empfehle dir auf jeden Fall meine longboard-anfänger.de Seite. Dort empfehle ich auf jeden Fall ein paar Longboards. Dort kannst du auch unter Longboard-Wissen gucken, was dich am besten anspricht. Downhill, Cruisen, Freeride, was auch immer.
Vielleicht hilft dir das. Geh einfach mal drauf und guck dir das mal an. Sarah Schmidt schreibt, du kommst heute irgendwie total motiviert vor. Was? Ich bin motiviert? Das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Ich bin motiviert. Das habe ich noch nie gesehen, dass ich motiviert bin. Vielleicht liegt es an diesem Elbtrankgerät. Wahnsinn! Kaufen, kaufen! Hi, erstmal sorry, dass ich so war beim letzten Gewinnspiel. Ebenso schieße sorry nochmal gewinnen. Sorry, das war das, ich geschrieben habe. Hoffentlich nehmen die Teilnehmer und der Verlosung die Entschuldigung an. Hä? Entschuldigung angenommen. Das war das Einzige, was ich verstanden habe. Tut mir leid. Tari Tari schreibt, hallo Tutopolis TV, hat sich irgendwas verändert, dass es doch möglich ist, das Glas des 6-6 erfolgreich zu wechseln? Nein, leider noch nicht. Und das bleibt weiterhin sehr teuer, das Glas vom S6 zu wechseln, da man es nicht schafft, den Digitizer dran zu löten. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie noch hin, aber bisher sieht das sehr schlecht aus. Ich hatte schon bei ein paar Geräten probiert, verschiedene Methoden, aber bisher kein Erfolg. Tut mir echt leid. Killer Muffin schreibt, mein S3 LCD-Display ist nach dem Austausch des Touchscreens in einer göttlichen Farbe angelaufen. Das Handy funktioniert allerdings, kann ich nicht mehr auf dem Display erkennen. Kann mir jemand helfen? Ich vermute mal, dass du den Polarizer bei einem S3 abgerissen hast, deswegen kannst du da nichts mehr sehen oder sieht ein bisschen gelblich aus. Du brauchst jetzt einen neuen Polarizer, findest du alles bei mir in der Videobeschreibung. Nicht in der Videobeschreibung. Unten auf der Webseite. Auf der Webseite, ja, auf der Webseite. Irgendwo ist ein Polarizer zu finden. Such danach. All-in-One 2002 schreibt, ich schwitze, als ob ich aus der Dusche gekommen wäre. Hier 30 Grad und Gewitter. Ja, bei mir sind es hier 50 Grad und auch Gewitter, aber das ist echt heftig. Das kann man echt nur sagen. Wie gesagt, deswegen sitze ich hier. Dafür entschuldige ich mich sehr, sehr dolle bei euch. Tut mir leid. Lukas Lama schreibt, Opfer. Wie kannst du denn so gemein sein? Wie kannst du mich doch nicht einfach beleidigen? Ich bin auch nur ein Mensch. Du Vollidiot. Ich scheiß drauf. Lukas Dills schreibt, Alter, bevor ich das mache, kaufe ich mir ein neues iPhone. Ja, das ist auch die beste Wahl. Einfach wegschmeißen und neues kaufen. Katsching. Nein, ich empfehle dir, das Handy mir zuzuschicken und dann dir ein neues iPhone zu kaufen. Das wäre mir am liebsten. Danke. So, Leute, es gibt keine Fragen mehr. Doch, es gibt 1000 Fragen, aber die will ich ja natürlich nicht alle vorlesen. Ich brauche ja was. Oh, warte. Ich sehe eine. Ich schreibe, Skyfrotz, du hast voll die Pferdefresse. Ey, das ist ja voll ein Kompliment. Ich liebe Pferde. Pferde sind so liebe, tolle Lebewesen. Und wenn man eine Pferdefresse hat, ist das Beste, was man haben kann. Danke, Skyfrotz. So Leute, das war Marco verzählt Light Nummer 5. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Es ist ein bisschen weniger Aufwand für mich, aber so bin ich in der Lage, euch das wirklich vielleicht wöchentlich zu machen. Ich will aber nichts versprechen. Es kann sein, dass es halt wöchentlich kommt, aber ich verspreche da nichts. Denn es ist echt einfacher, sowas zu machen. Dann ich rede einfach und suche mir einfach Kommentare raus, als ein Skript dafür zu schreiben. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf diese Seite kommt zu der letzten Folge von Marco verzählt. Das war aber vor einem Jahr, also vorsichtig, das ist alles noch anders. Und auf der anderen Seite findet ihr noch irgendwas. Ich werde da irgendwas verlinken. Klickt einfach drauf. Hauptsache klicken. Ihr links und rechts, ihr kennt ja schon das Prozedere, findet ihr alle Social Media, wo ich denn vertreten bin. Und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. So Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.